Moin Freunde, hallo und herzlich willkommen zum finalen Teil der Star Wars Kanon erklärt Videoreihe. In den vergangenen Monaten haben wir uns schon allen kanonischen Comics, Büchern, Manga, Kurzgeschichten und auch Sachbüchern gewidmet und heute ist es Zeit für die Kategorie, die wahrscheinlich die meisten Menschen interessiert und das ist natürlich Bewegtbild-Content oder generell visueller Content und damit meine ich wirklich alle Filme, Serien, Kurzfilme, Videospiele und was auch immer es dann noch im Kanon gibt. Denn, ja, wann und in welcher Reihenfolge die Filme spielen, das ist wahrscheinlich den meisten Menschen klar. Wo ungefähr The Clone Wars anzuordnen ist auch, aber wusstet ihr, dass The Clone Wars eigentlich gar nicht in chronologischer Reihenfolge ausgestrahlt wurde und es zum Teil Folgen aus Staffel 1 gibt, die nach Folgen aus Staffel 3 spielen? Nein? Dann ist das ja das richtige Video für euch, denn das ist tatsächlich auch eine der Sachen, die heute geklärt wird, nämlich einmal The Clone Wars chronologisch und dann gibt es ja auch noch so Anthologieserien wie Geschichten der Jedi oder auch Mächte des Schicksals, wo jede Folge ganz woanders auf der Timeline spielt und wie spielen die da rein, wo werden die platziert und wie sieht es dann mit den ganzen Videospielen aus oder noch abstrakter, Browser-Games und Handyspielen, die es auch gab. All diese Sachen werden hier heute sehr ausführlich in eine Timeline gepackt. Und da ist natürlich ganz klar, dass das hier auch kein Video ist, was sich an Leute richtet, die jetzt zum ersten Mal Star Wars gucken wollen und nach einem Video suchen, das ihnen die beste Reihenfolge erklärt. Da kann ich nur sagen, guckt Episode 1 bis 6 entweder in Erscheinungsreihenfolge oder in chronologischer Reihenfolge. Beides hat seine Vor- und Nachteile und entscheidet dann, wo ihr denn am meisten Spaß hattet und wo ihr weiter verfahren wollt. Aber wieder zurück zum Thema. Dieses Video widmet sich wirklich an Leute, die so ein bisschen drin sind, aber bei den meisten Sachen nicht so ganz genau sicher wissen, wo denn jetzt noch einmal was ist. Und das ist halt einfach das Video, was jetzt einmal alles komplett nacheinander auflistet. Und dabei werde ich tatsächlich auch einzelne Folgen oder auch Filme aufsplitten, wenn es da Zeitsprünge gibt und zum Beispiel jetzt wie bei Rogue One es einen Prolog gibt, der 13 vor der Schlacht von Yavin spielt, während der Hauptfilm dann erst im Jahr 0 spielt so. Das splitte ich dann auch wirklich komplett auf und rede dann halt erst dann über die jeweiligen Teile des Werkes, wenn wir halt eben da in der Timeline angekommen sind. Flashbacks sind davon allerdings ausgenommen. Und auch ausgenommen sind dann auch noch Attraktionen von Disney Parks, denn ja, da gibt es auch Attraktionen, wo Kanon-Inhalte natürlich visuell durch Darstellungen der Schauspieler live vermittelt werden. Die sind auch zum Teil Kanon, die Ereignisse, die da passieren, aber ich beschränke mich jetzt hier mal auf Dinge, die auf Bildschirm irgendwie passieren. So, das einmal dazu und ich würde sagen, damit können wir ins Video reinstarten. Ach ja, und für jeden, der die Zeitrechnung im Star Wars Universum noch gar nicht kennt, das ist einmal vor und nach der Schlacht von Yavin. Das ist quasi wie vor und nach Christi Geburt in unserer Welt. Nur halt eben ist die Schlacht von Yavin die Schlacht um den ersten Todesstern in Episode 4. Das heißt, alles, was so und so viele Jahre vorher passiert ist, ist so und so viele Jahre vor der Schlacht von Yavin passiert. Und alles, was halt eben nach Episode 4 spielt, ist so und so viele Jahre nach der Schlacht von Yavin passiert. Das noch einmal ganz kurz. Und jetzt würde ich sagen, können wir reinstarten. Und dann würde ich sagen, können wir beginnen und das Ganze 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Denn dort wird ein noch unbenannter Film über die Entstehung des Jedi-Ordens von James Mangold spielen, wo es allerdings noch nicht wirklich viele Infos zu gibt. Und dann springen wir mal ein paar Jahrtausende in die Zukunft, und zwar ins Jahr 232 vor der Schlacht von Yavin, denn dort spielt die erste Staffel von Die Abenteuer der jungen Jedi, wo man halt eben so einer Gruppe an Jünglingen zur Zeit der High Republic folgt bei ihrem Training, und die erste Staffel kriegt sogar im August noch ein paar neue Folgen, und ja, das wäre dann quasi das erste existente Werk, stand jetzt in der Star Wars Timeline, und dann gute 100 Jahre später spielt circa um das Jahr 132 vor der Schlacht von Yavin dann die erste Staffel der bald kommenden Star Wars Serie The Acolyte, wo es natürlich aber auch noch nicht so viele Infos zu gibt, außer dass wir noch nie zuvor in einem Star Wars Projekt so viele Jedi gesehen haben sollen wie in dieser Serie. Ja, dann irgendwann in dieser Ära spielt auch das kommende Star Wars Spiel Star Wars Eclipse, wo es halt vor einiger Zeit mal einen Trailer zu gab, aber das Spiel ist noch längst nicht fertig entwickelt und mehr Infos hat man nicht. Man weiß nur, es spielt irgendwann in der High Republic Ära, das heißt, es kann auch theoretisch vor Abenteuer der jungen Jedi spielen, aber auch theoretisch nach die Ecke leitet, das ist nicht so ganz klar, aber da das hier aktuell der späteste Zeitpunkt ist, ordne ich es aktuell hier ein. Und dann springen wir mal ein bisschen weiter, denn ungefähr zwischen den Jahren 61 und 58 vor der Schlacht von Yavin spielt die zweite Folge von Star Wars Geschichten der Jedi, wo wir Qui-Gon Jinn noch unter seinem Meister Count Dooku sehen.
Und ungefähr zwischen den Jahren 49 und 42 vor der Schlacht von Yavin haben wir dann tatsächlich auch die dritte Folge von Geschichten der Jedi, wo wir eine Mission von Mace Windu und Count Dooku zusammen haben, beziehungsweise da noch Meister Dooku und nicht Count Dooku. Und es ist eher wahrscheinlicher, dass die Folge eher in Richtung 42 vor der Schlacht von Yavin spielt. Dann tatsächlich irgendwann in der Zeit nach 41 vor der Schlacht von Yavin, genauer kann man das nicht sagen aufgrund des Artstyles, spielt tatsächlich der Kurzfilm von Studio Ghibli namens Grogu und die Rußmännchen. Ja, der ist tatsächlich Kanon und das ist komplett egal, weil da absolut gar nichts passiert. Aber da man wirklich nicht sagen kann, wie alt Grogu hier ist und Grogu 41 vor der Schlacht von Yavin geboren ist, ist das jetzt hier so der Punkt, wo ich das anordnen würde. Denn der kann theoretisch auch noch lange nach dem Mandalorian spielen, aber halt eben auch hier noch einen super jungen Grogu zeigen. Das kann man einfach daraus nicht herausziehen. Dann gehen wir ein paar Jahre weiter, denn 36 vor der Schlacht von Yavin beginnt dann die erste Folge von Geschichten der Jedi, wo wir eine junge Ahsoka Tano sehen und die macht dann einen Timejump nach kurzer Zeit. Ein Jahr später, wo wir die einjährige Ahsoka sehen, ins Jahr 35 vor der Schlacht von Yavin. Dann haben wir unseren allerersten Kinofilm und das ist Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, und der spielt im Jahr 32 vor der Schlacht von Yavin und tatsächlich im selben Jahr bzw. zeitgleich zu Episode 1 spielt tatsächlich Geschichten der Jedi Folge 4. Der erste Teil der Folge spielt dabei während der Zeit, wo Qui-Gon und Co. im Film auf Coruscant sind und macht dann später einen Timejump zu nach Qui-Gons Tod, kurz bevor Palpatine auch für die Entfeierlichkeiten nach Naboo aufbricht als neuer Kanzler. Dann irgendwann zwischen den Jahren 32 und 28 vor der Schlacht von Yavin spielt die 10. Folge der 2. Staffel von Star Wars Mächte des Schicksals, beziehungsweise auf Englisch Forces of Destiny. Die 1. Staffel kam dann auch auf Deutsch, die 2. allerdings nur auf Englisch. Die 1. Staffel kann man auf Disney Plus sehen und die 1. plus 2. auf YouTube komplett gratis. Und dort sehen wir halt eben ein Abenteuer von Padme auf Naboo, wo sie einen Angriff von einem Sandro Aquamonster so ein bisschen abwehren und da Padme dann noch Königin ist und Padme von 32 bis 28 vor der Schlacht von Yavin Königin von Naboo ist, spielt die Folge irgendwann in diesem Zeitraum. Und dann haben wir auch schon den nächsten Film und zwar 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin, Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter und zwar gehen wir jetzt in die Klonkriegsära und natürlich, dort spielt Star Wars The Clone Wars, das wissen eigentlich die meisten, aber Star Wars The Clone Wars ist tatsächlich nie in chronologischer Reihenfolge herausgekommen, sondern halt eben so, wie die Folgen halt eben fertig produziert waren. Das heißt, da ist ein ziemliches Chaos. Das heißt, es gibt Folgen aus Staffel 1, die zum Teil nach Folgen aus Staffel 3 spielen und da gibt es auch einen chronologischen Guide auf der Star Wars Website und genauso chronologisch werden wir uns jetzt halt eben hier tatsächlich um die Klonkriege kümmern. Und zwar sind die ersten zwei Sachen, die man sich da angucken sollte, wenn man Clone Wars chronologisch gucken will, die 16. Folge der 2. Staffel und die 16. Folge der 1. Staffel, die einige Monate nach Angriff der Klonkrieger spielen, auch 22 vor der Schlacht von Yavin und auf Christophse spielen. Und daran anschließend tut dann halt eben der Star Wars The Clone Wars Kinofilm aus 2008, der eben auch auf Christophse beginnt. Ne? Viele denken, der Film ist das allererste, was passiert. Nein, es sind tatsächlich wirklich zwei Folgen, die vor dem Film spielen. Und nach dem Star Wars The Clone Wars Kinofilm bleiben wir dann noch im Jahr 22 vor der Schlacht von Yavin, denn dort haben wir dann tatsächlich noch ein paar Folgen. Und zwar die erste Folge der 3. Staffel mit den Klonkadetten. Dann haben wir eben diesen Katunko-Arc, der auch ein bisschen den Krieg auf Ryloth zeigt und tatsächlich in der 3. Folge der 3. Staffel beginnt, ehe er dann in der 1. Folge der 1. Staffel fortgesetzt wird. Und dann haben wir quasi bis Folge 8 einfach in der Reihenfolge die Folgen von Staffel 1. Ehe wir dann tatsächlich den Sprung ins Jahr 21 vor der Schlacht von Yavin machen und die ersten Folgen, die dann halt eben 21 Jahre vor der Schlacht von Yavin spielen, sind halt eben die Folgen 9 bis 21 von der 1. Staffel von Star Wars The Clone Wars. Die kann man dann chronologisch ganz normal durchgucken, außer halt eben die letzte Folge, die kommt später nochmal. Dann folgen die ersten drei Folgen der 2. Staffel, was dieser Cad Bane Arc ist und dann die 7 Samurai angehauchte Folge von Anakin, Obi-Wan und Ahsoka in dem Dorf, sowie der Zulu Beast Arc. Dann kommen die Folgen 4 bis 14 der 2. Staffel in chronologisch richtiger Reihenfolge, ehe dann der Boba Fett Arc tatsächlich folgt, der die 2. Staffel eigentlich beendet. Danach kommt der Korruption auf Mandalore Arc, der die Folgen 5 bis 7 der 3. Staffel beinhaltet. Danach die Arc-Soldaten-Folge, die die Schlacht von Kamino zeigt. Und die letzten Folgen. Und dann haben wir tatsächlich noch die Folge, in der Ahsoka und Shuchi Baron Papanuidas Tochter suchen. Sowie den Gefängnisausbruch-Arc von Zero mit der 8. Folge der 3. Staffel und der 22. Folge der 1. Staffel. Das hier waren zwar jetzt nicht alle Clone Wars Folgen, die 21 vor der Schlacht von Yavin spielen, aber ab hier gibt es tatsächlich eine kleine Änderung und zwar haben dann tatsächlich ab der 10. Folge der 3. Staffel alle Figuren eine andere Kleidung an
Und deswegen muss ich Kronos hier einmal unterbrechen, denn das hier ist dann auch der späteste Punkt, wo tatsächlich die ersten 8 Minuten und 4 Sekunden der 5. Folge von Star Wars Geschichten der Jedi spielen können, also 21 vor der Schlacht von Yavin, da doch tatsächlich alle Figuren noch ihre alte Kleidung tragen. Aber wir machen jetzt nicht mit Clone Wars weiter, denn dann spielen tatsächlich erst einmal 5 Mächte der Schicksals-Shorts, die allesamt 21 vor der Schlacht von Yavin stattfinden und auch allesamt nach den gerade besprochenen Folgen, da tatsächlich jetzt hier auch alle Charaktere schon die neuen Clone Wars Klamotten anhaben. So haben wir die 4. Folge der 1. Staffel, wo Ahsoka eine Familie auf Coruscant beschützt, die 6. Folge der 1. Staffel, wo Padme und Ahsoka es mit einer Attentäterin zu tun bekommen, die 11. Folge der 1. Staffel, in der Ahsoka den Umgang mit ihrem zweiten Lichtschwert übt mit Yoda, die 12. Folge der 1. Staffel, wo man ein Abenteuer mit Padme und Ahsoka in Sternjägern zeigt, und auch die 2. Folge der 2. Staffel, bei der es eine Mission gibt, bei der Ahsoka Anakin und Padme belästigt, die eigentlich nur Zeit zu zweit verbringen wollen. Und wer sich jetzt übrigens fragt, was ist eigentlich Mächte der Schicksals, das sind einfach, ja, 24 ganz, ganz kurze Shorts, die nur so 3 Minuten lang sind und einfach random Geschichten von weiblichen Star Wars Figuren halt eben, die wir schon kennen, zeigen. Ja, und dann machen wir endlich weiter mit den letzten Folgen von Star Wars The Clone Wars, die noch 21 vor der Schlacht von Yavin spielen. Und das wären einmal die 10. bis 11. Folge der Serie, wo es halt eben diesen Politik-Arc gibt, wo Frieden zwischen Separatisten und Republik zur Debatte steht, sowie halt eben die 15. Folge der 2. Staffel, wo es um einen Mordfall im Senat geht. Mit den Folgen 12 bis 22 in richtiger Reihenfolge macht dann der Rest von Staffel 3 den Sprung ins Jahr 20 vor der Schlacht von Yavin, mit dem Nachtschwester-Arc, dem Mortis-Arc, dem Zitadellen-Arc sowie den Arc, in dem Trandoshana Ahsoka entführen, ehe die komplette 4. Staffel in Ausstrahlungsreihenfolge mit dem Mon Cala-Arc, einer Folge auf Naboo, dem 3PO und R2-Arc, dem Mubara-Arc, dem Zygeria-Arc, dem Obi-Wan Undercover-Arc, Einzelfolgen zu einem Angriff auf die Nachtschwestern und Ventress als Kopfgeldjägerin und am Ende eine Doppelfolge über Darth Mauls Rückkehr. Ebenfalls 20 vor der Schlacht von Yavin spielen dann noch die Folgen 2 bis 13 der 5. Staffel mit dem Ondaron-Arc, dem Jünglings-Arc und dem D-Squad-Arc. Wir springen dann mit 19 vor der Schlacht von Yavin ins letzte Jahr der Klonkriege und beginnen mit der ersten Folge der 5. Staffel, die eigentlich ein Vierer-Arc mit den Folgen 14 bis 16 derselben Staffel bildet und die Geschichte rund um Maul und dessen Machtaufstieg um Mandalore halt eben zeigt. Dann gehen wir wieder zur 5. Tales of the Jedi Folge, bei der es den Time Jump bei Ahsokas Training gab, und aufgrund der Geschehnisse der nächsten Clone Wars Folgen ist das hier der späteste Zeitpunkt, wo diese Szene tatsächlich spielen kann, ehe es nach nur 45 Sekunden einen weiteren Time Jump gibt, zu dem wir gleich noch kommen. Somit folgen dann die letzten 4 Folgen der 5. Staffel von Star Wars The Clone Wars und damit der Arc, in dem Ahsoka den Jedi-Orden verlässt. Und danach die komplette 6. Staffel mit dem Inhibitor-Chip-Arc, dem Arc mit Clovers Rückkehr, dem Jar Jar und Windu Team-Up-Arc sowie am Ende eben noch dem Yoda-Arc. Als nächstes gibt es dann ebenfalls 19 vor der Schlacht von Yavin einen Abstecher zu 4 nie fertiggestellten Clone Wars Folgen, die tatsächlich aber unfertig veröffentlicht wurden und auch als Kanon gelten und den sogenannten Crystal Crisis on Utapau Arc beinhalten, welcher eigentlich auch erst Teil der 6. Staffel hätte werden sollen, beziehungsweise die 6. Staffel sogar ursprünglich mit ihnen hätte eröffnet werden sollen, weshalb es auch möglich ist, dass man diesen Clone Wars Legacy Arc hier tatsächlich vor der 6. Staffel spielen lässt, aber erschienen ist er jetzt danach, deswegen habe ich ihn jetzt auch hier tatsächlich im Video so drinne. Ja, dann geht's rein in Star Wars The Clone Wars Staffel 7 und dabei spielen die Folgen 5 bis 8, also der Ahsoka Walkabout Arc, vor dem Bad Batch Arc, der die Folgen 1 bis 4 beinhaltet, ehe man dann mit Folge 9 den Siege of Mandalore Arc beginnt. Und genau dort fängt dann tatsächlich auch schon am Ende dieser 9. Folge der 7. Staffel Star Wars Episode 3 die Rache der Sith an, der natürlich auch 19 vor der Schlacht von Yavin spielt. Nach Episode 3 muss man dann die letzten 3 Folgen von Star Wars The Clone Wars erwähnen, die letzten 3 Folgen auch des Siege of Mandalore Arcs, und die spielen tatsächlich zum Großteil allesamt zeitgleich zu Episode 3, nur macht Sinn, Episode 3 halt vorher nochmal geguckt zu haben, damit man halt alles nochmal zeitlich im Kopf hat, da es hier immer mal wieder Verknüpfungen gibt. Das bringt uns allerdings auch automatisch tatsächlich jetzt auch wirklich zu den letzten Minuten der 5. Folge von Tales of the Jedi, die wir tatsächlich hier in 3 Teile aufteilen mussten, denn diese Folge spielt tatsächlich zeitgleich zur 12. Folge der 7. Staffel von Star Wars The Clone Wars. Und damit kommen wir zu The Bad Batch Staffel 1, beziehungsweise erst einmal nur der allerersten Folge, denn die spielt zeitgleich zu Episode 3 und damit auch zeitgleich zu den gerade erwähnten Clone Wars Folgen. Und zeitgleich zu Episode 3, beziehungsweise zeitgleich mit dem Ende von Episode 3, deswegen erwähne ich es jetzt hier zum Schluss zu den zeitgleich zu Episode 3 spielenden Geschichten, sind auch die ersten 4 Minuten und 4 Sekunden von Geschichten der Jedi
Staffel 1, Folge 6 anzusiedeln, die Ahsoka bei Padmes Beerdigung auf Naboo zeigen. Und dann kommen wir im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin zum Rest von Star Wars The Bad Batch Staffel 1, den Folgen 2 bis 16 genauer gesagt, welche allesamt 19 vor der Schlacht von Yavin noch spielen. Und das bringt uns dann auch schon zu Star Wars The Bad Batch Staffel 2, welche wohl auch noch 19 vor der Schlacht von Yavin beginnt, aber im Verlauf der Staffel wird dann durchaus schon das Jahr 18 vor der Schlacht von Yavin betreten. Nur wann genau es auf jeden Fall passiert, lässt sich jetzt nicht so genau sagen. Ja, ein Jahr nach Episode 3, 18 vor der Schlacht von Yavin, spielt dann tatsächlich auch das Ende von Star Wars Geschichten der Jedi, Staffel 1, Folge 6, beziehungsweise ab der Minute 4 und 5 Sekunden, wo man halt eben dann Ahsoka nach dem ganzen Scheiß und der Order 66 so ein bisschen sieht. Ehe dann stand jetzt ungefähr im Jahr 17 vor der Schlacht von Yavin tatsächlich die Star Wars The Clone Wars Epilog-Szene aus der 12. Folge der 7. Staffel, in der Darth Vader zu sehen ist, angesiedelt ist. Dann haben wir erstmal 3 Jahre Stillstand, da passiert jetzt nichts, im Bewegtbild-Kanon zumindest, ehe dann 14 Jahre vor der Schlacht von Yavin Star Wars Jedi Fallen Order spielt. 13 vor der Schlacht von Yavin haben wir dann tatsächlich 2 Prolog-Szenen, und zwar spielen sowohl die Prolog-Szene von Rogue One A Star Wars Story, wo tatsächlich dann Galen Erso von Krennic mitgenommen wird, als auch die Prolog-Szene von Solo A Star Wars Story und damit die Szene, wo halt eben Han ohne Kira von Corellia fliehen kann. Ja, spielen tatsächlich beide Prolog-Szenen von beiden Anthology-Filmen im selben Jahr. Wann welche wie spielt, ist nicht so ganz klar, aber hier müssen sie natürlich erwähnt werden. Dann im Jahr 11 vor der Schlacht von Yavin haben wir die 16. Folge der 2. Staffel von Mächte des Schicksals, wo wir sehen, wie tatsächlich Kira von IG-88 und auch Hondo Onaka gejagt wird. Ehe dann ein Jahr später, 10 vor der Schlacht von Yavin, der Film Solo, A Star Wars Story, der natürlich Han Solos Backstory, wie er Chewbacca getroffen hat und so, zeigt, ja, eben spielt. Und ein Jahr später haben wir dann 2 weitere Star Wars Projekte, nämlich einmal die erste Staffel von Obi-Wan Kenobi und auch tatsächlich die Handlung von Star Wars Jedi Survivor, was ja erst vor wenigen Monaten erschienen ist. Im Jahr 5 vor der Schlacht von Yavin, also wir hatten hier jetzt gerade 4 Jahre nix, haben wir dann tatsächlich ein Browser-Game, nämlich Star Wars Rebels Ghost Raid, wo tatsächlich vor der Handlung von der Serie Star Wars Rebels mit der Ghost Crew, wie sie zu dem Zeitpunkt halt eben aussieht, Missionen geflogen werden, um imperialen Schiffen ihre Fracht abzunehmen. Und danach kann man an die Star Wars Rebels Kurzfilme tatsächlich ansiedeln. Wer es nicht weiß, es gibt tatsächlich, wenn ihr Star Wars Rebels auf Disney Plus sucht, noch 4 kurze 3-Minuten Kurzfilme, die halt eben alle Hauptcharaktere der Serie vor der allerersten Folge zeigen. Und ja, die spielen halt deswegen logischerweise vor Star Wars Rebels Staffel 1 Folge 1 im Jahr 5 vor der Schlacht von Yavin. Und damit kommen wir jetzt auch tatsächlich zu Star Wars Rebels, denn im Jahr 5 vor der Schlacht von Yavin haben wir hier erst einmal tatsächlich die ersten 5 Folgen, die wir hier erwähnen müssen. Denn nach der 5. Folge der ersten Staffel haben wir tatsächlich mal wieder ein Browser-Game, nämlich Star Wars Rebels Rebel Strike, wo die Rebels Crew das Militär vom Imperium bei eigentlich jeder Gelegenheit so ein bisschen sabotiert und da tatsächlich Sachen aus der 5. Folge dabei auch erwähnt werden in diesem Browser-Game, muss es halt eben genau danach spielen. Dann haben wir im Jahr 5 vor der Schlacht von Yavin noch 2 weitere Rebels-Folgen, nämlich die 6. und 7. Danach macht die Serie nämlich den Sprung ins Jahr 4 vor der Schlacht von Yavin, die ich dann hier noch einmal kurz erwähne. Und bevor wir das auch tun, haben wir allerdings im Jahr 5 vor der Schlacht von Yavin noch die komplette erste Staffel der Andor-Serie, wo alle 12 Folgen in diesem Jahr spielen. Allerdings ist es bei der 2. Staffel nicht der Fall, die ist zwar noch nicht erschienen, aber wann da welche Folgen spielen, ist auch schon so grob angesagt worden, deswegen werden wir dazu gleich kommen. Auf jeden Fall irgendwann zwischen dem Jahr 5 und 4 vor der Schlacht von Yavin spielt dann tatsächlich auch ein weiteres Star Wars Rebels Browser Game, davon gibt es wirklich einige, und das heißt Star Wars Rebels Chopper Chase, und man schützt quasi die Ghost davor, zu Weltraummüll zu werden. Und das bringt uns dann zu dem Rest von Star Wars Rebels Staffel 1 in den Folgen 8 bis 15, die dann tatsächlich im Jahr 4 vor der Schlacht von Yavin schon spielen und Staffel 1 dann auch hier für dieses Video hier in der chronologischen Reihenfolge abschließen. Ne, bei Rebels selber gibt es keine Intervention, weil Rebels in chronologischer Reihenfolge komplett erschienen ist, im Gegensatz zu The Clone Wars damals. Und dann haben wir tatsächlich das nächste Star Wars Rebels Spiel, dieses Mal kein Browser-Game, sondern ein Handy-Game, das im Juli 2016 auch schon runtergenommen wurde aus den App-Stores. Und dort hat man sich quasi mit Ezra in verschiedenen Leveln dem Imperium gestellt. Und das ganze Spiel streckte sich über so circa ein Jahr, ne, von 5 bis 4 vor der Schlacht von Yavin, der tatsächlich auch im Verlauf des Spiels sein Lichtschwert bekommt, was erst im Jahr 4 vor der Schlacht von Yavin der Fall ist.
Das beginnt dann in Star Wars Rebels Staffel 2, wo die ersten 9 Folgen im Jahr 4 vor der Schlacht von Yavin angesiedelt sind. Ehe wir dann auch schon die ersten 3 Folgen der zweiten Staffel von Endor erwähnen müssen, denn wir wissen, dass jetzt alle 3 Folgen jeweils ein Jahr abgedeckt werden soll von der zweiten Staffel von Endor. Das bedeutet, dass die ersten 3 Folgen der kommenden zweiten Staffel im Jahr 4 vor der Schlacht von Yavin spielen. Und auch ungefähr 4 vor der Schlacht von Yavin spielt dann auch die 7. Folge der ersten Staffel von Star Wars Mächte des Schicksals, wo wir sehen, wie Jyn Erso tatsächlich einem kleinen Kind hilft, welches von Sturmtruppen gemobbt wird. Irgendwann zwischen den Jahren 4 und 3 vor der Schlacht von Yavin spielt auch die 15. Folge der zweiten Staffel von Mächte des Schicksals und dort sehen wir, wie Ahsoka Tano Ezra Bridger im Lichtschwertkampf trainiert. Und dann haben wir natürlich auch irgendwann zwischen den Jahren 4 und 3 vor der Schlacht von Yavin mal wieder ein Browser-Game mit dem Namen Star Wars Rebels Imperial heißt, was so ein Singleplayer-Endless-Runner im Style von Jetpack, falls ihr dieses Spiel noch kennt damals vom Handy und so, ja, eben ist. Damit kommen wir dann ins Jahr 3 vor der Schlacht von Yavin, wo wir die 8. Folge der ersten Staffel von Mächte des Schicksals haben und dort sehen wir tatsächlich, wie Prinzessin Leia und Sabine Wren es mit IG-88 zu tun bekommen und das Ganze während einer Geheimmission für die Rebellen. Dann machen wir weiter in Star Wars Rebels Staffel 2, da hatten wir nur die ersten 8 Folgen gehabt, die noch 4 vor der Schlacht von Yavin gespielt haben. Und ja, die Folgen 9 bis 13 spielen dann 3 vor der Schlacht von Yavin. Und es sind tatsächlich nicht die einzigen, die dort spielen, aber die werden hier einmal unterbrochen, nämlich wieder von einem Browser-Game mit dem Titel Star Wars Rebels Strike Missions, wo die Crew den Gefangenen aus dem Sternzerstörer befreien möchte. Allerdings ist das am Ende nur eine Falle von Agent Kallus. Dann haben wir die übrigen Folgen der zweiten Staffel von Star Wars Rebels, die dann allesamt auch noch im Jahr 3 vor der Schlacht von Yavin spielen. Und natürlich auch die Folgen 4 bis 6 von Endor Staffel 2, die dann auch, so wie wir Stand jetzt wissen, 3 vor der Schlacht von Yavin spielen müssten. Dann, zwischen den Jahren 3 und 2 vor der Schlacht von Yavin, haben wir einige Folgen von Mächte des Schicksals. Nämlich einmal die 9. Folge der ersten Staffel, welche eine Mission von Ketsu und Sabine zeigt. Dann die 13. Folge der ersten Staffel, wo Jyn Erso und Sabine zusammenkämpfen. Dann die 16. Folge der ersten Staffel, wo wir schon wieder ein Team-Up von Ketsu und Sabine, allerdings auch nochmal mit Hera dazu haben. Und dann noch die 1. Folge der zweiten Staffel, wo es um eine Hera und Sabine-Mission geht, wo sie mit dem falschen Shuttle fliehen, welches zufälligerweise voller Sturmtruppler ist. Damit geht es ins Jahr 2 vor der Schlacht von Yavin und dort haben wir dann die komplette 3. Staffel von Star Wars Rebels, die einmal komplett in diesem Jahr spielt, da es einen kleinen Timejump gab halt eben zwischen Staffel 2 und 3 von Star Wars Rebels und dann auch im selben Jahr danach anzusiedeln ist Mächte des Schicksals Staffel 2 Folge 11. Wo wir sehen, wie Sabine Wren und Tristan, ihr Bruder, auf Mandalore sind. Und dabei ist tatsächlich auch eine Tarvisla-Statue zu sehen. Und das Ganze spielt halt eben irgendwann zwischen dem Mandalore-Teil, der in Staffel 3 beginnt, rund um Sabine Wren, wo sie das Darksaber auch bekommt, und dem Beginn von Staffel 4. Deswegen ist das hier der späteste Zeitpunkt, wo man es anordnen kann. Deswegen tue ich es hier. Und dann haben wir auch noch die 2. Staffel von Endor mit den Folgen 7 bis 9, die nach aktuellen Informationen dann im Jahr 2 vor der Schlacht von Yavin spielen müssten. Dann vom Jahr 2 bis ins Jahr 1 vor der Schlacht von Yavin spielt dann noch das letzte Star Wars Rebels Browser Game, was wir jetzt hier erwähnen, und zwar Star Wars Rebels Special Ops. Und das ist ein Browser Game, wo man letztendlich alle möglichen Rebels Charaktere spielen kann und dabei Dinge sammelt, Sabotage verübt und auch irgendwie Bosse bekämpft. Aber diese ganzen Rebels Browser und Handy Games sind nicht wirklich wichtig fürs große Ganze, denke ich mal. Deswegen ignoriert sie. Sie bringen ein bisschen Verwirrung hier rein, weil ich da Sachen aufteilen muss. Ich weiß. Auf jeden Fall machen wir weiter im Jahr 1 vor der Stadt von Yavin, denn dort spielt tatsächlich Vader Immortal und das Ganze ist eine dreiteilige VR-Erfahrung, wo ein machtsensitiver Schmuggler, der ein Nachfahre der Lady Korvax ist, von Darth Vader als Geisel gehalten wird, um ein Artefakt zu erhalten, das einst alles Leben auf Mustafa zerstörte. Dann haben wir ebenfalls im Jahr 1 vor der Schlacht von Yavin die ersten 7 Folgen der letzten Staffel von Star Wars Rebels und tatsächlich auch die Folgen 10 bis 12 von Endor Staffel 2 müssen dann eigentlich nach aktueller Logik im Jahr 1 vor der Schlacht von Yavin spielen. Allerdings wissen wir auch, dass in der letzten Folge dann Endor auf seine Mission aufbricht, mit der halt Rogue One eröffnet wird. Das heißt, irgendwie muss dieser Arc auch ins Jahr 0 vor der Schlacht von Yavin übergehen, weswegen ich diese Folge jetzt hier mal von 1 bis 0 vor der Schlacht von Yavin anordne. Und im Jahr 0 vor der Schlacht von Yavin haben wir dann halt eben die letzten Folgen von Star Wars Rebels, nämlich die Folgen 8 bis 16 der 4. Staffel, mit denen die Serie dann auch zu Ende ist.
Und dann irgendwann zwischen den Jahren 3 und 0 vor der Schlacht von Yavin, ne, jetzt ist mal wieder der späteste Zeitpunkt, wo ich spielen kann, haben wir die vierte Folge der zweiten Staffel von Mächte des Schicksals, wo so ein Shadrafan-Kind tatsächlich Jyn Erso ihr Kyberkristall-Halsband klaut und sie das Ganze halt eben natürlich wiederbekommen möchte und die Verfolgung aufnimmt. Und dann haben wir im Jahr 0 vor der Schlacht von Yavin Rogue One Reckon ist Star Wars 360 Experience, was so ein Kurzfilm gewesen ist, der auf YouTube veröffentlicht wurde und einfach zwei X-Wing-Piloten zeigt, die tatsächlich über den Todesstern stolpern, und das Ganze spielt vor Rogue One. Und dann haben wir endlich im Jahr 0 vor der Schlacht von Yavin Rogue One Star Wars Story. Und wie die meisten natürlich wissen, schließt da dann direkt Star Wars Episode 4 Eine neue Hoffnung an, auch im Jahr 0 vor der Schlacht von Yavin. Und damit machen wir jetzt eben den Sprung von vor der Schlacht von Yavin zu nach der Schlacht von Yavin. Und das erste, was wir dann nach Episode 4 haben, ist Mächte des Schicksals, Staffel 1, Folge 5. Die spielt ganz, ganz kurz vor Episode 5, das Imperium fliegt zurück, damit im Jahr 3 nach der Schlacht von Yavin, und zeigt, wie die Rebellen tatsächlich auf Hoth durchaus Probleme mit wilden Wormpas haben, was auch eine nette Anspielung auf eine gelöschte Szene des Films ist. Und dann haben wir auch schon im Jahr 3 nach der Schlacht von Yavin Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Und während Episode 5 spielt tatsächlich auch die siebte Folge der zweiten Staffel von Mächte des Schicksals, wo wir einen weiteren Einblick ins Training von Luke Skywalker bei Meister Yoda bekommen. Irgendwann zwischen Episode 5 und 6, und das heißt irgendwann zwischen 3 und 4 nach der Schlacht von Yavin, genauer kann man es noch nicht genau sagen, welches Jahr es wirklich ist, spielt dann auch das kommende Star Wars Open World Game von Ubisoft namens Star Wars Outlaws, wo auch vor kurzem random ein erster Trailer veröffentlicht wurde. Und damit gehen wir dann ins Jahr 4 nach der Schlacht von Yavin, und dort haben wir die sechste Folge der zweiten Staffel von Mächte des Schicksals, welche tatsächlich erklärt, wie genau Leia es geschafft hat, dann in Episode 4 das Kostüm des Kopfgeldjägers Boosh an sich zu reißen. Und damit kommen wir dann auch schon zu Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, und der Film spielt natürlich im Jahr 4 nach der Schlacht von Yavin. Und wie bei den meisten Filmen gibt es auch hier tatsächlich eine Folge von Mächte des Schicksals, die während des Films spielt, und das ist die dritte Folge der ersten Staffel, die einfach ein kleines Abenteuer von Leia mit den Ewoks während ihrer Zeit dort zeigt. Und ja, dann gibt es allerdings auch ein paar Folgen von Mächte des Schicksals, die direkt nach Episode 4 spielen, und das sind die Folgen 14 der ersten Staffel sowie 9 und 14 der zweiten Staffel. Die spielen, wie gesagt, allesamt ganz kurz nach Episode 6 und sind auch allesamt Abenteuer, die die Hauptcharaktere hier zum Teil mit den Ewoks erleben. Dort haben wir zum Beispiel tatsächlich auch eine Sache, die in den Kanon übernommen wird aus den Ewok-Filmen damals, und auch ein Vergleich zwischen der Ghost und dem Millennium Falcon, beziehungsweise ein kleines Streitgespräch diesbezüglich zwischen Hera und Han Solo. Ja, im Jahr 4 nach der Schlacht von Yavin spielt dann auch ein weiterer Kurzfilm, und zwar Hunted. Der ist tatsächlich damals herausgekommen zum Release von Star Wars Squadrons und spielt vor dem Story-Modus des Spiels. Und dazu kommen wir jetzt auch, denn ebenfalls im Jahr 4 nach der Schlacht von Yavin haben wir den Story-Modus von Star Wars Squadrons. Dann, zwischen den Jahren 4 und 5 nach der Schlacht von Yavin gibt es mal wieder ein Mobile-Game, und zwar Star Wars Uprising, wo tatsächlich nach Endor sich Freiheitskämpfer, Kopfgeldjäger und Gangster gegen das Imperium bzw. dessen Überreste verbinden. Das Spiel ist allerdings auch schon seit 2016 runtergenommen worden. Dann, ebenfalls vom Jahr 4 nach der Schlacht von Yavin bis ins Jahr 5 nach der Schlacht von Yavin, spielt dann der Story-Modus von Star Wars Battlefront 2. Und wer sich wundert, wieso ich Battlefront 1 hier nicht erwähnt habe, das Spiel hat halt einfach keine Story-Inhalte und deswegen macht es keinen Sinn, es hier jetzt in einem Kanon-Video reinzunehmen. Dann gehen wir mal fest ins Jahr 5 nach der Schlacht von Yavin, denn dort haben wir dann tatsächlich die Epilog-Szene der allerletzten Rebels-Folge, die halt eben nach dem endgültigen Fall des Imperiums spielt. Dann gehen wir rein ins Mandoverse, und zwar ins Jahr 9 nach der Schlacht von Yavin, denn dort haben wir sowohl The Mandalorian Staffel 1 und 2 als auch das Buch von Boba Fett Staffel 1. Die spielen allesamt sicher im Jahr 9 nach der Schlacht von Yavin. Bei Mandalorian Staffel 3 sowie der kommenden Ahsoka-Serie und auch der kommenden Skeleton Crew-Serie ist es nicht so ganz klar. Aktuell werden sie als circa 9 nach der Schlacht von Yavin gelistet, aber es kann auch sein, dass sie schon ein bis zwei Jahre später spielen könnten. Da ist halt eben die Timeline bisher noch nicht so perfekt erklärt worden. Auf jeden Fall soll die Ahsoka-Serie zeitgleich zur dritten Staffel von The Mandalorian spielen. Dann irgendwann nach 9 nach der Schlacht von Yavin haben wir dann auch schon einen angekündigten Mandoverse-Film, der die ganze Storyline all dieser Mandoverse-Serien rund um Mandalorian, Book of Boba Fett, Skeleton Crew, Ahsoka und vielleicht noch Rangers of the New Republic beenden soll. Wann genau der spielen wird, zeitlich gesehen, weiß man noch nicht, aber da es sehr wahrscheinlich ist,
dass das Ganze vor den Sequels passiert, beziehungsweise zu 100% ist das hier einfach der Punkt, wo dieser Film hier erwähnt werden muss in diesem Video. Dann haben wir tatsächlich die 15. Folge der ersten Staffel von Mächte des Schicksals sowie auch die 5. Folge der zweiten Staffel derselben Serie, die irgendwann zwischen den Jahren 28 und 34 nach der Schlacht von Yavin Spielern und Rays Alltag auf Jakku zeigen. Da sie schon sehr so aussieht wie in Episode 7, ist allerdings zu vermuten, dass wir hier deutlich dichter an 34 nach der Schlacht von Yavin dran sind. Dann 34 nach der Schlacht von Yavin spielt tatsächlich Star Wars Resistance Staffel 1, beziehungsweise haben wir da, um es genau in der chronologischen Reihenfolge jetzt so zu machen, die ersten 11 Folgen der ersten Staffel, und dann war tatsächlich eine Winterpause, wo keine Folgen kamen. Allerdings wurden in dieser Winterpause 12 Shorts veröffentlicht, die dann erstmal spielen, und nach diesen 12 Shorts geht es dann weiter mit den Folgen 12 bis 19 der allerersten Staffel. Dann haben wir, wie auch schon zu Rogue One, auch zu Das Erwachen der Macht damals einen 360-Grad-Video bekommen. Nur erzählt dieses Mal absolut keine Geschichte. Wir sind einfach nur auf Rays Speeder unterwegs und fahren irgendwie für 50 Sekunden oder so über Jakku. Dabei passiert nicht wirklich viel. Aber da das eine Szene ist, die nicht im Film vorkommt, kann man davon ausgehen, dass das wohl kurz vor Das Erwachen der Macht spielt und wir hier Rays Perspektive sehen. Genau sagen kann man es allerdings nicht wirklich. Und deswegen ordne ich es einfach mal kurz hier an. Ehe es dann tatsächlich zu Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht im Jahr 34 nach der Schlacht von Yavin, 30 Jahre nach der Originaltrilogie kommt, und zeitgleich zu Episode 7 spielen tatsächlich dann die ersten zwei Folgen der ersten Staffel von Mächte des Schicksals sowie die 10. Folge der ersten Staffel und auch 13. Folge der zweiten Staffel, wo wir einfach zwei Abenteuer, die Raymond BB-8 erlebt, während sie halt eben in Episode 7 auf Jakku unterwegs sind. Dann gibt es nochmal Probleme im Cockpit des Falken, wo sie schon längst auf Han Solo gestoßen sind und auf dem Weg zum Mars Kanata Schloss sind. Und die letzte Folge behandelt eine Speeder-Verfolgungsjagd auf der Starkiller Base, die damit eine gelöschte Szene reinholt in den Kanon. Wir bleiben allerdings bei 34 nach der Schlacht von Yavin, denn dort haben wir dann tatsächlich auch noch die letzten zwei Folgen der ersten Staffel von Star Wars Resistance, die auch während den Handlungen von Star Wars Episode 7 spielen. Dann gibt es mal wieder ein VR-Spiel für das Samsung Gear und HTC 5. Mit dem Titel Star Wars Droid Repair Bay, und das ist letztendlich ganz kurz vor Episode 8 ein Spiel, wo es sich einfach nur um das Reparieren von Droiden dreht. Dann haben wir tatsächlich immer noch im selben Jahr den Battlefront 2 Story Modus DLC mit dem Titel Resurrection tatsächlich, der zwar vor Episode 7 beginnt, aber danach ganz kurz vor Episode 8 dann endet und einfach eine erwachsene Aiden Versio mit ihrer Tochter zeigt. Ebenfalls 34 nach der Schlacht von Yavin haben wir dann noch Reflections, und das ist letztendlich einfach nur eine Tech-Demo, wo man kurz Phasma mit zwei Sturmtruppen sieht, und da Phasma hier noch lebt, weiß man, dass das hier spätestens vor Episode 8 noch spielen kann. Und damit sprechen wir über Episode 8, die letzten Jedi, denn dieser Film spielt natürlich auch im Jahr 34 nach der Schlacht von Yavin, da er nahtlos an Episode 7 auch anschließt. Und auch hier gibt es wieder drei Mächte der Schicksalsfolgen, die während dieses Films auch spielen. Das wären tatsächlich einmal Staffel 2, Folge 8, 12 und 3 in der Reihenfolge, wo wir einmal sehen, wie Rey ihr Lichtschwert von einem Pog zurückklauen muss, Chewie sich mit Pogs anfreundet und Finn und Rose tatsächlich Stress mit Weltraumquallen haben, bevor sie auf Cantonica halt eben ankommen. Ja, nach Episode 8, komplett im Jahr 34 nach der Schlacht von Yavin, spielt dann die komplette zweite Staffel von Star Wars Resistance. Da hieß es mal eine gewisse Zeit, dass die auch ins Jahr 35 übergeht, aber nein, die bleibt nach aktuelleren Infos im Jahr 34 komplett. Danach gibt es mal wieder zwei VR-Spiele, und zwar einmal Star Wars Tales from Galaxy's Edge, was einfach ein VR-Spiel auf Batuu ist, im Jahr 34 nach der Schlacht von Yavin, das während Episode 7 beginnt, dann allerdings 4 Monate nach vorne springt, und da gibt es auch noch einen zweiten Teil zu mit dem Titel Star Wars Tales from Galaxy's Edge The Last Call. Und danach, 34 nach der Schlacht von Yavin, haben wir tatsächlich auch nochmal zwei Serien, und zwar einmal Star Wars Galaxy of Creatures, wo in 24 Folgen, die in zwei Staffeln aufgeteilt wurden, Kreaturen vom Droiden SFR-3, der einfach auch R3 genannt wird und der auch in Young Jedi Adventures tatsächlich vorgekommen ist, also schon wirklich, wirklich alt ist, und das Ganze hat dann tatsächlich auch noch eine gleichzeitig spielende Spin-Off-Serie mit dem Titel Star Wars Galactic Pals bekommen, wo dann eine andere Droiden sich um Kreaturen an Bord der Raumstation Youngling Care kümmert. Das bringt uns dann ins Jahr 35 nach der Schlacht von Yavin, und dort haben wir den Stand jetzt letzten Star Wars Film, nämlich Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, ehe dann in einigen Jahren, 15 Jahre später, im Jahr 50 nach der Schlacht von Yavin, ein unbenannter Film über Rey Skywalker, die ihren neuen Jedi-Orden aufbaut, kommen wird, was dann nach aktuellen Informationen auch der in der Timeline letzte Content auf visueller Ebene ist. Und ich würde sagen, Leute,
Damit haben wir es jetzt tatsächlich geschafft und allen visuellen Star Wars Content chronologisch einmal komplett aufgelistet. Falls ihr hier irgendwo Fehler entdeckt habt oder ich auch möglicherweise fast vergessen habe, schreibt das allerdings auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, das bringt uns jetzt zu ein paar Statistiken. So Freunde, damit kommen wir jetzt eben zum Statistikteil. Und bevor wir dazu kommen, einmal ganz kurz die Info, dass natürlich wie bei allen anderen Videos dieser Reihe auch hier in der Videobeschreibung natürlich ein Link zu einer PDF sein wird, wo einmal alles, was in diesem Video hier erwähnt worden ist, chronologisch auch aufgelistet ist. Das heißt, wenn ihr mal wirklich komplett Star Wars chronologisch nachverfolgen wollt mit allen Serien, Filmen und auch Videospielen, dann ist das, denke ich mal, ein ganz netter Guide. Und da muss man natürlich einiges an Zeit mitbringen, um das zu tun. Und wie viel Zeit? Ja, das klären wir jetzt, denn ich habe natürlich einmal ausgerechnet, wie lange man für alles braucht und werde das natürlich auch dementsprechend immer einblenden. Und zwar erst einmal, was die verschiedenen Kategorien angeht, das ein bisschen aufgeteilt, um es ein bisschen spannender zu machen, braucht man tatsächlich für alle 12 in diesem Video erwähnten Filme, also die Skywalker-Saga, Solo Star Wars Story, Rogue One und den Clone Wars Film, insgesamt 1601 Minute. Damit kommen wir zu den 3D-Animationsserien, die mit insgesamt, wenn man alles zusammenzählt, 312 Folgen und 22 Shorts daherkommen und diese dauern zusammengerechnet insgesamt 7103 Minuten und hier natürlich auch einmal eingeblendet, wie sich das zusammensetzt. Ich sage jetzt nur die generelle Länge der Kategorie, aber ihr könnt kurz immer Stopp drücken, denn ich blende auch die jeweiligen Serien von der Laufzeit und der Folgenzeit und so einmal hier ein. Das bringt uns dann zu den Live-Action-Serien und dort haben wir aktuell insgesamt 49 Folgen und diese gehen tatsächlich insgesamt stolze 2150 Minuten zum aktuellen Zeitpunkt. Das bringt uns dann zu den 2D-Serien, wovon es ja eben nur 3 gibt auf dem Star Wars Kids YouTube-Kanal mit insgesamt 68 Folgen, die aber allesamt nicht lang sind und deswegen bringen es diese 68 Folgen insgesamt nur auf 146 Minuten. Und noch ein bisschen schneller ist man durch mit den 4 Kurzfilmen. Ich tue jetzt einfach mal die beiden 360-Grad-Experiences mit rein. Und ja, diese Kurzfilme insgesamt dauern nur 13 Minuten, also da ist man in keiner Viertelstunde durch mit. Damit kommen wir jetzt einmal zu den Spielen und dazu sei gesagt, dass ich da jetzt alle Browser- und Handy-Games jetzt nicht mit einberechnet habe, was ganz einfach daran liegt, dass man da einfach nicht wirklich Daten zu findet online. Deswegen habe ich sie einfach mal konsequent rausgeschmissen und ich sag's mal so, ich denke mal, also ich sehe es so ein bisschen so und die meisten von euch wahrscheinlich auch, die haben in diesem Video eh eher gestört als weitergeholfen, finde ich persönlich, aber ich wollte es halt einfach machen, um es halt eben komplett zu haben. Kann auch sein, dass ich das ein oder andere Browser-Game vergessen habe, aber ja, ich denke mal, das seht ihr mir dann schon irgendwo nach. Ja, auf jeden Fall, wenn man jetzt alle Spiele, die auch für den PC erhältlich sind, beziehungsweise die man sich wirklich so richtig kauft, einfach, ja, weil Browser-Games ja auch für den PC natürlich technisch gesehen erhältlich sind, ja, zusammenrechnet, hat man halt eben bei den insgesamt 7 Spielen eine insgesamte Dauer von insgesamt 3630 Minuten. Ich habe da einfach immer bei jedem Spiel nach der ungefähren Durchschnittsspielzeit für die Hauptstory geguckt und so setzt das hier halt eben bei den Spielen jetzt zusammen. Naja, wenn man da all das hier jetzt zusammenrechnet, dann bringt einen das tatsächlich, wenn man komplett Star Wars gucken möchte, auf 14.643 Minuten. Und das wären in Stunden umgerechnet insgesamt 244,05 Stunden, was wiederum 10,2 Tagen entsprechen würde. Also, ihr könntet quasi, wenn ihr 10,2 Tage in Folge nicht schlaft, wirklich einmal komplett den Star Wars Kanon durchrattern. Und dann noch einmal ein weiterer random Fun Fact. Ihr kennt ja vielleicht One Piece, wo man immer sagt, ja, One Piece, das hat ja so viele Folgen mit über 1000, das ist ja viel zu lang und ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich dachte mir, okay, wie viele One Piece Folgen würde man denn schaffen, wenn man genauso viel Zeit wie hier eben für den kompletten Star Wars Kanon einmal einplant? Und zwar würde man in der Zeit, in der man all diese ganzen Star Wars Sachen hier rewatchen würde, insgesamt stolze 610 Folgen One Piece schaffen. Das heißt, Leute, wenn ihr gerade gedacht habt,
ja, ich könnte es doch mal probieren, komplett Star Wars nochmal zu gucken und zu spielen und alles nochmal zu erleben, dann habt ihr jetzt keine Ausrede mehr, mit One Piece anzufangen. Naja, egal, das war ein kleiner Spaß am Rande noch und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt auch ans Ende von dieser Videoreihe, die euch hoffentlich gefallen hat. Ja, es gibt noch kleinere Kategorien irgendwo wie Hörspiele, die aber auch logischerweise schon mal erwähnt worden sind an passenden Stellen oder auch irgendwie Kinderbücher oder so etwas. Aber ich denke mal, das mit Abstand Wichtigste wurde jetzt komplett abgedeckt von der Videoreihe und damit bedanke ich mich herzlich tatsächlich fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte mit der Reihe dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen, wo man sich dann so im Star Wars Kanon zurechtfinden kann und würde damit sagen, noch einmal danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video und bis dahin sage ich natürlich wie immer Ciao und möge die Macht mit euch sein. Ach ja, und danke für über 1000 Abonnenten. Tschüss.